Hallo Selbermacher. Jetzt werden Meter gemacht, denn mit Tapezieren kannst du deinem Zimmer einen neuen Look verpassen. Step 1. Grundieren. Falls du deine Wand noch nicht grundiert hast, ist spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt. Je nach Vorhaben kannst du auch pigmentierte Grundfarbe verwenden. Nimm bei Fließfasertapete auf jeden Fall einen pigmentierten Tapetengrund. Denn du willst ja nicht, dass bei Untergründen, die durch hellere Spachtelstellen keine gleichmäßige Farbfläche haben, später Flecken zu sehen sind. Kleiner Tipp, streichst du nach dem Grundieren mit deinem Finger über die Wand und er bleibt sauber, ist eure Fläche bereit für den nächsten Schritt. Step 2. Tapete einmessen. Beim Ausmessen der ersten Bahn solltest du immer einen kleinen Puffer lassen, da Ecken selten 100% gerade sind. Also, wenn die Tapete 53 cm breit ist, mach deinen Strich lieber bei 52,5 cm. Dann kannst du dir sicher sein, dass die Tapete am Ende die ganze Ecke abdeckt. Messe zusätzlich die Höhe der Wand aus und notiere sie dir. Step 3. Tapete zuschneiden. Schneide deine Tapete etwas länger zu als die ausgemessene Höhe. Du willst ja nicht, dass die Tapete am Ende zu kurz ist. Knicke die Tapete an deiner Markierung und lege sie parallel zur Bahn. Schneide sie dann mit einem Tapeziermesser ab, denn so bekommst du ganz einfach einen geraden Schnitt. Hast du die Tapete fertig zugeschnitten, kannst du jetzt deine erste Bahn legen. Step 4. Kleistern und tapezieren. Kleister ist nicht gleich Kleister. Also, informiere dich bitte vorab im Fachhandel, was am besten für dein Vorhaben geeignet ist. Hast du den richtigen Kleister gefunden, rühre ihn einfach nach Packungsanweisung an. Verteile ihn dann gleichmäßig an der Wand und beachte, mehr als 1 bis 2 Bahnen sollten Anfänger nicht vorkleistern. Nicht, dass der Kleister trocknet, bevor die Tapete an der Wand ist. Jetzt mit Fingerspitzengefühl die Tapete oben anlegen, festdrücken und fallen lassen. Vorsichtig die Tapete an die Wand drücken und zusätzlich mit der Tapezierbürste darüber streichen. Die nächste Bahn wieder oben anlegen und fallen lassen. Wenn oben alles sitzt, musst du dir keine Gedanken machen, dass die Tapete unten schief wird. Versuche nicht, die Tapetenbahn mit Gewalt zu verschieben. Denn wenn du sauber und gerade arbeitest, geht das mit der Bahn fast von alleine. Um die oberen und unteren Tapetenreste zu entfernen, nimmst du dir einen Flächenspachtel und drückst ihn an die Decke oder den Boden. Mit einem Cuttermesser kannst du nun die Reste gleichmäßig abschneiden. Ist die Wand komplett tapeziert, solltest du mit einem Nahtroller über die Nähte gehen. Im Idealfall sind die Übergänge danach nicht mehr zu erkennen. Tom, Respekt, wer es selber macht.